So, und damit willkommen gleich zum nächsten Clicker-Game, dem Realm-Grinder mit 14 Errungenschaften. Ich hoffe mal, dass das Spiel jetzt ein bisschen länger ist als die anderen beiden, die ich jetzt zuvor ausprobiert habe, wo ich inzwischen auch schon die Achievements alle soweit vervollständigt habe. Also auf zu Realm-Grinder. So, das Spiel ist geladen. Und Grüße, Majestät, ich bin dein Berater und helfe dir, dein Reich zu verwalten. Klicke auf einen beliebigen Punkt, um mehr zu erfahren, oder deaktiviere die Einführung in den Optionen. Klicke nun auf einen beliebigen Punkt in der Landschaft. Gut gemacht, klicke auf das Reich, generiert Münzen. Ah ja, klicke weiter, bis du 10 Münzen hast. Wo habe ich denn eine Münze generiert? Okay, egal wo ich hinklicke. Gut, dann noch 2. Geschafft, hier klicke, um eine Farm zu kaufen. Gut, Farm kosten 10. Du hast hier eine Trophäe freigeschaltet. Gut gemacht, Gebäude generieren, automatisch Münzen, klicke weiter, um noch mehr Münzen zu verdienen. Du hast ja vorhin irgendwas von Optionen gesagt. Wissenschaftliche Schreibweise. Tausender Trennzeichen verwenden. Borderless Fullscreen. Das habe ich gesucht. Mana. Mana pro Sekunde 0,5. 1000 Mana habe ich. Einkaufen. 10 kaufen. Okay, das kann ich einstellen. Shop. Jawohl. Gold, Rubine, Juwelenumtausch. Füge deine hart verdienten Juwelen ohne Zurücksetzen deiner Sammlung zu. Wenn du jetzt zurücksetzt, bekommst du keine Juwelen. Grinde erst noch weiter. Okay. Ja, mach ich. Spule die Zeit vor. Okay, soweit so klassisch. Mehr gibt's nicht. Alles klar. So, Upgrades. 25.000 Münzen. Stelle ich auf die gute Seite und schalte gute Features frei. Die gute Gesinnung richtet sich mit einem Fokus auf Zaubern und produktives Klicken an aktive Spieler. Werde zum bösen Schurken und schalte böse Features frei. Die böse Gesinnung richtet sich mit einem Fokus auf stetiger und passiver Gebäudeproduktion an inaktive Spieler. Okay, gut. Abdanken. Mhm. Trophäen. Trophäen repräsentieren die großen Taten, die du während deiner Herrschaft vollbracht hast. Entdecke die geheimen Trophäen. Jawohl. Also, Trübe, melde dein Reich beim Cloud-Dienst an. Naja, das hat er wohl schon automatisch gemacht. Kaufe alle Feen, Elfen, Engel, blablabla Upgrades. Und das sind noch ein paar geheime Trophäen. So, erhalte 1000 Münzen in einem einzigen Spiel bis maximal 100. Finde eine Fraktionsmünze, habe einen Assistenten, Artefakt, Juwel, Rubin, kaufe ein Upgrade, führe eine Reinkarnation durch, du hast eine archäologische Expedition finanziert. Da scheint es auf jeden Fall einig zu sein, baue 50 Farmen in einem einzigen Spiel. Das heißt, da habe ich wohl, genau, jetzt sind 50, vorher war es 1, Moment, dann müsste doch das hier. Erhalte durch Klicken. Ah ja, okay, das heißt, die stufen sich dann selber hoch und haben dann also noch mehrere nachgelagerte. Naja, das wird eine Weile dauern. Events. Derzeit finden keine Events statt. So, es ist an der Zeit. Mal gucken. Was ist das? Du hast eine Fraktionsmütze gefunden, die du verwenden kannst, um Allianzen mit verschiedenen Fraktionen. Um Allianz mit verschiedenen Fraktionen in deinem Reich zu schmieden. Du findest sie zufällig beim Klicken. Öffne das Upgrade-Fenster, um sie anzusehen. Okay. Baue nun 5 Farmen. Okay, da ist die Fraktionsmünze. Aktuelle Chance auf Fraktionsmünzen 10%. Fraktionsmünzen gesammelt, dieses Spiel 1. Gut, hier ist noch eine Trophäe. Finde 50 Fraktionen. Achso, ja, ich habe eine Fraktionsmünze gefunden. Deswegen habe ich eine von 50 und 2 von 18. Gut, jetzt erstmal 10 Farben, oder wie war das? Gut, öffne jetzt das Upgrade-Fenster. Jawohl, wieder Upgrade-Fenster.
Kosten gratis, erhöht die Farmproduktion um 100% und fügt einen Assistenten hinzu. Du hast deinen Assistenten freigeschaltet. Assistenten finden Münzen und sogar Fraktionsmünzen für dich. Als Herrscher kannst du außerdem Zauber wirken. Nutze nun deine Zauberkraft, indem du auf den Zaubersteuereintreibung klickst. Geschätztes Münzeneinkommen 601, Mana-Kosten 200 und so weiter. Ruf zu den Waffen. Erhöht 20 Sekunden lang die Produktion aller Gebäude, basierend auf der Anzahl deiner Gebäude. 1,48%. Wie viele Farmen habe ich denn jetzt? 5? Alle Gebäude produzieren 40 Münzen pro Sekunde. Okay, 40 ist die Kauf für den nächsten. Kosten für 16, also maximal kann ich im Moment 2,2. Juwelen. Jedes Juwel erhöht deine Gesamtproduktion um 2%. Und alle Juwelen erhöhen deine Chance auf Fraktionsmünzen um 0%. Wenn du jetzt abdankst, bekommst du keine Juwelen. Sammle noch mehr Münzen. Alles klar. Deine Rubine erhöhen die Produktion derzeit um 0%. Benötige Rubine für die nächste Produktionsbonusstufe 1. Assistenten sammeln, wenn du offline bist, passive Münzen und Fraktionsmünzen für dich. Basierend auf deinem Klickeinkommen und der Chance auf Fraktionsmünzen. Du hast einen Assistenten und insgesamt 0 Münzen pro Sekunde produziert. Super. Also eine Untotenmütze, eine Engelsmünze, Feenmünze, Dämonenmünze, Untoten. Naja, dann müsste ich ja jetzt schon mal einige Münzen gesammelt haben. Ich habe immer noch 20. Wie teuer sind die Dinger? 25.000. So, Trophäen. Jetzt habe ich 1 Million. Achso, 1 Million ist das nächste. Ich habe natürlich die davor vervollständigt mit 50. So, das nächste sind dann 10 Assistenten, weil einen habe ich jetzt und kaufe 5 Upgrades, ist dann auch wieder das nächste. Okay, das ist etwas verwirrend, dass dann eigentlich das schon ausgeblendet ist, was ich selber gerade erst geschafft habe. So, du hast eine Trophäe freigeschaltet. Ja. Produktion aller Gebäude für 20 Sekunden. Lohnt sich aber wahrscheinlich nicht sehr. So, jetzt nochmal gucken. Okay, der Massivklick geht auf jeden Fall auch. Ich habe 50 Fraktionsmünzen inzwischen gefunden. Die Frage ist nur, was mache ich jetzt eigentlich die ganze Zeit? Dann kann ich die nächsten freischalten. Die Trophäen sind eigentlich auch nur informationsweise, weil sonst bekomme ich irgendwie nichts Besonderes dafür. Aber Upgrades kann ich jetzt weitere kaufen. Robuster Schatz erhöht das Klickeinkommen um 4. Sehr schön. Erhöht die Farmproduktion um 200 und erhöht Schenkeproduktion um 100. Okay. So, dann auf zum nächsten Block. Da ist ein weiteres Upgrade hinzugekommen. Das heißt, die Upgrades sollte ich möglichst früh immer kaufen. Kosten 10.000 und dein Klickeinkommen 25% und die Produktion aller Gebäude auch um 25%. Gut. Jetzt bekomme ich schon 62 pro Klick. Das muss ich doch gleich mal ausnutzen. So, da ich ja sozusagen ein aktiver Spieler bin, richtet sich mit einem Fokus auf Zaubern und produktive Klicks an aktive Spieler. Also, machen wir mal einen aktiven Spieler aus mir. Nun kannst du dich mit einer mächtigen Fraktion verbinden. Okay, das gucke ich mir gleich an. Jetzt kaufe ich erstmal noch ein bisschen mehr von den Sachen ein. Heiliges Licht 900 Mana, erhöht 10 Sekunden lang die Klickeinkommen um 2500%. So, dann ist es hier an der Zeit. Schmiedeproduktion erhöhen, erhöht die Basisklickeinkommen um 1% der Gesamtproduktion. So, Engelshandelsvertrag, Elfenhandelsvertrag und Feenhandelsverlag. Der ist gratis. Feen konzentriere ich auf die kleinen alltäglichen Dinge. Kann ich denn mit jedem
Okay, kannst du bzw. zu keiner anderen Fraktion mehr beitreten. Okay, kleine alte Gegend, was Zauber diese ein Bündnis mit dieser Fraktion verbessert den Output von niedrigstufigen Gebäuden. Steigert den Klickeinkommen gewaltig, während die passive Produktion vernachlässigt wird. Alle, was sie berühren, Mana einzuflößen. Wenn dich in der Engelsstation verbinden, hält du fast unbegrenzte Zauberkraft. Ah ja, also deswegen. Das heißt, diese ersten drei sind die Verbindung dann zu dem Guten. Und das andere wären die zu dem Bösen gewesen, die dann halt das Passive machen. Also dann mache ich das Klickeinkommen. Du kannst deine Elfenfreundschaftspaket kaufen oder nicht verwendete Münzen ausgeben, um einen passiven Bonus zu erhalten. Sieh dir die Schaltfläche Königliche Börse an. Erhöht die Produktion aller Gebäude um 10%, zusammen mit allen weiteren königlichen Börsen. Kann mehrfach gekauft werden, wird jedoch immer teurer. Deine aktuellen Königliche Börsen 0, aktueller Gesamtbonus 0. Das erste ist gratis. Kosten in FM. Kaufen eine. Achso, hier kann ich dann wieder mehr. So, Elfen kann ich nicht kaufen. Dazu habe ich zu wenig Münzen. Okay. Ich kann zwar alle irgendwie. Ich kann alle Boni von denen kaufen, aber irgendwie dann doch nicht alles auf einmal. Na okay. Elfenfreundschaft kostet 100 Münzen. Münzanstalt 5 hoch 8, 5 hoch 9. So, wertvoller Schatz und Mana-Regeneration um 0,5. Jetzt habe ich 1,0. So, produzieren die auch Geld? Also die Schenkenproduktion um 200% steigern, die Kasriga-Kasernenproduktion um 100% und die auch. So, das sind die ganzen so 100 Elfenmünzen. Die brauche ich dann noch eine Weile. So, hier habe ich jetzt Fraktionsmünzen. Klicken. Und Münzen einsammeln. So, Mana. Schmieden, Kriegskasernen, Reitturniere. Und Stadtgrinder. So, Elfenmünzen brauche ich noch eine ganze Menge. Doppelte Basischance auf Fraktionsmünzen, Klickeinkommen erhöht, freigeschalteter Trophäen. Okay, dann bringen die Trophäen wenigstens auch schon mal einen Effekt. Im Moment 1% allerdings nur. Erhöht die Klickeinkommen um 80% deiner Gebäudeproduktion. Magierturm. Aber was machen die denn jetzt? Produziert Münzen, Münzen, Münzen. Okay, produzieren alle nur Münzen. 300.000. Das geht ja schon recht fix. Und hier 764. Was ist denn das für eine krumme Zahl? Aber geht trotzdem ziemlich schnell. So, mal schauen, ob ich jetzt hier noch signifikant das Ganze steigern kann. Okay, ich glaube, der langsame, also der schnelle Klicker lohnt sich nicht, sondern lieber den langsamen Klicker verwenden, den das Spiel auch noch gut verarbeiten kann, weil ansonsten passiert es irgendwie nicht so sinnvoll, dass ich hier wirklich die Sachen gut geschrieben bekomme. So, erhöht 20 Sekunden lang die Produktion aller Gebäude basierend auf der Gesamtzahl der Klicks. 1000%? Echt? Na dann, erstmal noch ein bisschen Geld ausgeben und dann fange ich doch gleich nochmal mit dem Segen an. 2 Millionen. Oh, da kommt was zusammen. Also Kriegskasernenproduktion, die Produktion. Es geht auf jeden Fall alles schon ziemlich flott. Das gefällt mir. Achso, deswegen kann ich die Feen im Endeffekt nicht umtauschen, weil für die Feen kann ich hier die Freundschaftspakete kaufen. Während ich hier dann. Nee, Quatsch, für die Elfen kann ich das auch einkaufen. Okay, ich verstehe immer noch nicht, was der Bonus eigentlich bringt. Die Produktion aller Gebäude um 10%, zusätzlich mit allen weiteren, kann mehrmals gekauft werden. Also 50%, das heißt, jede von diesen erhöht das um die gleichen 10%.
Na gut, ja, mit der Kathedrale. Goldenes Kreuz, 5 hoch 6. Oh! 1,5 hoch 20, Assistentengewerkschaft. So, hier habe ich inzwischen 1052. So, kann ich gleich das erste Freundschaftspaket für die Elfen kaufen. Mal sehen, was dann weiter passiert. So, der Klicker erhöht mein Basisklickeinkommen um 4000. Jawohl. Das ist doch ganz ordentlich. Was, achso, das war die Gewerkschaft. So, was ist jetzt hier dazugekommen? Gut, die sind weiterhin angestiegen. Und hier habe ich jetzt Farmen, Magietürme und Kathedralen. Also noch 2 Elfenmünzen. Dann kann ich mir das Freundschaftspaket kaufen. Dann wird es auch Zeit, die anderen mal wieder auszugeben, weil mit den anderen Münzen kann ich anscheinend sonst nichts anfangen. Also, Elfen-Upgrades. Achso, das sind normale Münzen. Elfenmünzanstalt. Achso, das sind dann jeweils die neuen Elfenboni. Aber die muss ich erstmal freischalten. Das heißt, das lohnt sich natürlich vorher dann gar nicht. Gut, dann jetzt hier erstmal die nächsten hinzugenommen. Weil wofür kann ich sonst die Münzen hier verwenden, wenn nicht dafür? Also, was ist der Gesamtbonus jetzt? 220% und ich habe 10.000. Gut, dann hier mal wieder aufrüsten. 50 und Stadtgrinder. Steuereintreiber bringt sofort Münzen und Gebäude von Assistentenwert von 30 Sekunden. Ich könnte hier mal noch ein bisschen Mana gebrauchen. Hier kann ich die Münzanstalt bei 5 hoch 7 kann ich die Münzanstalt verbessern. Beziehungsweise das Upgrade kaufen. So, mal schauen, was habe ich denn hier unten eigentlich noch? Klicke erneut, um die Benutzeroberfläche wieder einzublenden. Jawohl. Wer bist du? Tipps und Tricks. Denkst du, du kommst nicht mehr voran? Wenn du Juwelen in deiner Abdankschatzkammer hast, kannst du abdanken. Wusstest du schon, wenn du alle Upgrades einer Fraktion kaufst, schaltest du deren Erbe frei. Du kannst das Erbe aller Fraktionen kaufen. Sie bringen gute Boni. Versuche sie alle freizuschalten. Also, abdanken. Beim Abdanken werden alle Gebäude. Warnung, du hast es denn jetzt, bekommst du keine Juwelen. Erforderliche Münze für nächste Juwele 1 hoch 12. Aber da bin ich noch ziemlich weit entfernt. Also mehr Magie. Mehr Farmen. Da kommen die nächsten Upgrades. Also lohnt sich das überhaupt noch zu klicken? Ich glaube nicht. Weil es hat. Na gut, das Einzige, wofür es sich tatsächlich lohnt, ist natürlich, dass ich die, die Fraktionsmünzen bekomme. Weil sonst bekomme ich davon nicht allzu viele. Also professionelle Landwirte. Und hier gleich mal die nächsten. Nein. Warum sollte ich die nicht kaufen? Natürlich möchte ich die kaufen. Weil die 500, bis die sich lohnen, das dauert noch eine Weile. Hey, ihr seid ja echt flott. Ihr sammelt die auch von alleine. So, Kathedrale. Okay, das Klicken ist eigentlich nur sinnvoll, dafür mitlaufen zu lassen, dass ich schneller Fraktionsmünzen bekomme, um damit wiederum weitere Boni freizuschalten. Und ansonsten gibt es im Moment nicht so viel zu tun. Außer, dass hier natürlich noch eine Menge Freischaltungen warten. Mit Klickeinkommen 5% und die Produktion aller Gebäude um 25%. Ich glaube, beim nächsten Mal mache ich lieber einen Bösewicht, wo ich einfach nur abwarten muss, weil wenn es dann da mehr Kohle gibt, dann lohnt sich das irgendwie anscheinend mehr. Tja, wie man sieht, durch Klicken ist noch keiner reich geworden. Assistenten sammeln, wenn du offline bist, passiv Münzen und Fraktionsmünzen für dich basierend auf deinem Klick. Machen die das nur auf. Ja, aber die Fraktionsmünzen sammeln sie ja anscheinend auch, wenn ich nicht offline bin. Fraktionsmünzen sammeln 1067. Und 1 zu 10.
So, die nächsten 50, wieder eine Trophäe freigeschaltet. Richtig, ich wollte ja die abwarten. Mal gucken, wie viel bringt es jetzt? 7. Das ist doch schon mal schön. Ach siehst du, das hätte ich jetzt freischalten können. Weil dann hätte das Klickeinkommen wahrscheinlich wieder eine große Relevanz gehabt. Naja, hole ich jetzt gleich nach. 5 hoch 7. Ruckzuck ist das getan. Und? Naja, 52.000 ist jetzt auch noch überschaubar. Und nicht wirklich spürbar. Okay, aber die Münzanstalt ist jetzt gleich wieder freigeschaltet. Oder verfügbar jedenfalls. Und dann kann ich hier die Chance auf 20% erhöhen. Mal gucken. Macht das wirklich 20%? Ja. Sehr gut. So, 5 hoch 8, 9, 11, 12. 5 hoch 13, 1,5 hoch 20 ist schon der Hammer. Münzenburg legt 63.000. Tja, aber jetzt komme ich schon wieder an einen Punkt, wo die Frage ist, wie lange ich jetzt hier noch rumgrinde und wann irgendetwas Neues freigeschaltet wird. Von den Gebäuden selber kann ich jetzt nichts anschauen. Ich kann auch die Karte nicht irgendwie verschieben. Und ja, kann jetzt eigentlich nur einfach weiter grinden und einkaufen. Wahrscheinlich gibt es bei 100 hier den nächsten Upgrade-Bonus. So, jetzt will ich aber erstmal die Farm auf 100 bringen. Da gibt es eine neue Trophäe. Und da unten. So, bei 150 sind die nächsten. Und, habe ich es nicht gesagt, jawohl, Schenkenproduktion? Wieso erhöhst du denn die Schenke? Naja, aber auf jeden Fall brauche ich dafür, wie viel? 1,3 hoch 8. Dann kann ich die anderen auch erstmal noch einkaufen. So, das I habe ich mir noch nicht angeguckt. Insgesamt, und dieses Spiel ist natürlich noch identisch. So, ich bin jetzt seit 27 Minuten im Spiel, was auch die längste Sitzung ist. Börsen, okay, das sind die Fraktionsmünzen, FM, verbündet bin ich mit denen und bisher habe ich mit den 15 Minuten sozusagen in Verbundenheit verbracht, warum auch immer das wichtig sein sollte. Börsen gemacht, Bonus 10%, Gesamtbonus 459%. So, Zeit offline war ich noch gar nicht. Logisch, ist ja auch die erste Runde. Rubine habe ich auch noch keine bekommen. Dafür habe ich schon einiges an Mana produziert. Wobei 1000 ist jetzt auch noch nicht wirklich viel, dafür, dass ich schon viermal gezaubert habe. Und meine maximalen Assistenten. Na dann, strengt euch mal an. Jetzt kann ich die Zitadellen freischalten. Die produzieren jetzt 74.000. Und es gibt eine neue Trophäe, um die Zitadellenproduktion 100% anzuheben. Sehr schön. Ich frage mich, ob die Seitendecken an der falschen Stelle freigeschaltet wurden. Hey, jetzt habe ich schon 100.000. Aber hier laufen die Millionen hoch. Das heißt, pro Sekunde bekomme ich eigentlich also sogar 3 Millionen pro Sekunde. Da macht natürlich 100.000 für einen Klick nicht allzu viel aus. Halle der Legenden. Und sie 250.000 pro freigeschalteter Trophäe. Und aktuell habe ich 37 von 823 freigeschaltet. So, jetzt habe ich die nächsten beiden Möglichkeiten, die Dinger freizuschalten. Also einmal die Schenkenproduktion. So, jetzt mal gucken. Produziert 315 Münzen pro Sekunde. Und produziert jetzt 1260. Das heißt, das sind die prozentualen Anteile, wer wie viel produziert. Ja, dann werde ich doch mal die upgraden, die einen großen Anteil aktuell haben. So, die Zitadellenproduktion. Die macht im Moment 20% aus und würde dann verdoppelt werden.
Das heißt, sie würde dann 40% ausmachen. Naja, 33% steigt im Verhältnis nur um 13%. So, hier müsste ich 5 hoch 8 erhöht die Basiseinkommen um 9,5 und die Chance auf Fraktionsmünzen basierend auf der Anzahl freigeschalteter Trophäen. Naja, dann kaufe ich doch den auch gleich mal als nächstes mit ein. Ich kann ja schon mal ein bisschen auf die nächsten 500 hier sparen. Ansonsten weiß ich nicht allzu viel mit der Kohle anzufangen, außer natürlich, dass ich die 5 hier freischalten wollte. Gut, also das Basisklickeinkommen. Boah, 1,7. Das macht sich jetzt schon bemerkbar. Das zahlt schon 24%. Und erhöht ein Klickeinkommen 80% deiner Gebäudeproduktion. 5 hoch 9. Naja, das nimmt doch langsam das Spiel gleich wieder ein bisschen Fahrt auf. Dass es sich gleich lohnt, auf die nächsten 5 hoch 9 zu sparen. So, also 1,5 hoch 7. Und jetzt 2,7 hoch 7. 2,9. Naja, das ist gleich verfügbar. Königsschlossproduktion steigern. Komm, jawohl. So gefällt mir das. Erhöhtes Basis-Klickeinkommen um 500.000 generiert ein Klick pro Sekunde, wenn du offline bist. So, aber das lohnt sich jetzt natürlich nicht mehr bei 500.000, wenn ich schon bei 60 Millionen pro Klick bin. Ja, da sind die alle schon unter 10%, also lohnen sich die nicht mehr sehr abzugraden aktuell. Und die Zitadellenproduktion nochmal um 100% erhöht. Prima. Das nächste ist nächster Stop bei 5 hoch 11. Mal schauen, was haben wir denn hier? Die Upgrades. 50 Upgrades habe ich schon eingekauft. 100 Kathedralen habe ich gekauft. Ah ne, 100 Kathedralen ist der nächste Step. Von den geheimen Trophäen habe ich noch keine einzige gefunden. Also bis 5 hoch 11 ist jetzt noch wieder ein längerer Weg zurückzulegen. Dann mal schauen, was ich hier noch so an Upgrades freischalten kann. Weil die müssten doch... Okay, da gibt es kein neues Upgrade. Doch. Hochofen, Schmiedeproduktion. Ach, die werden bei 80 freigeschaltet für die jeweilige. Ja, bei 80 gibt es ein Upgrade. Das hat also weniger mit den Trophäenstufen zu tun, als mit irgendwelchen vorher gemeldeten. So. Dann mal schauen. Deswegen waren die auch sozusagen scheinbar über Kreuz. In Wirklichkeit waren die natürlich nicht über Kreuz. Sondern... Sie wurden halt einfach nur früher freigeschaltet, als ich es mitbekommen habe. Dann mal sehen... Kann ich eigentlich irgendwo ablesen, wann das nächste Upgrade freigeschaltet wird? Zumindest wenn die Trophäen freigeschaltet werden, kriege ich ja auch irgendwo wieder Boni, die sich ansammeln. Mal gucken, 26% sind es inzwischen. Ah, meine Mana ist voll, da sollte ich mal wieder was einsetzen. So, das Klickeinkommen 5 hoch 8, ich glaube, das wäre jetzt ziemlich spannend. Das schon mal hochzustellen. Also 10 Sekunden lang Dauerklick. 2 hoch 9. Jetzt kann ich schon ans Himmelstor klopfen. So, wie viel habe ich jetzt? 2 hoch 11. 5 hoch 11. So, Himmelstor kann ich mir noch leisten. 5 hoch 10. Und den Klicker noch. Klickeinkommen 25 und Goldproduktion. Auch um 25%. Ja, da alle angehoben werden, ändert sich natürlich die insgesamte Verteilung nicht. Hey, da habe ich jetzt... schalte die Elfen-Upgrade 2. Ja, aber das lohnt sich ja jetzt noch nicht. Solange ich die noch nicht gekauft habe, brauche ich den nächsten Elfen-Upgrades auch nicht. So, 150. Dieses Mal gibt es bei der Trophäe auch den nächsten... Farmbonus.
Obwohl sich das überhaupt nicht lohnt. Selbst mit, dem Vierfachen kommt hier nicht wirklich was zusammen. Außer dem Himmelstor lohnt sich aktuell eigentlich nichts weiter abzugraden. Wann bist du freigeschaltet? Bei 5 hoch 11. Du ebenfalls. So, dann kann ich jetzt erstmal das Feen-Upgrade dazu kaufen. Ah ja, das sind so die Click-Upgrades. Ne, das war ein Sammeln von irgendwelchen Reichtümern. In den Abdankschatzkammer hast Abdankmünzen. Mobilen in den Abdankenschatzkammer hast. Ich habe jetzt inzwischen 2. Bekomme ich 2 Wählen, was seine Position weiter auf 4% erhöht. Also für die erste brauchte ich 1. Für die zweite dann wahrscheinlich schon 3 und jetzt 6. Genau, jetzt ist die nächste Abdankmünze. Und für das nächste brauche ich 1 hoch 13. Also die steigen ziemlich schnell an. Aber im Moment fühlt sich das noch recht zügig an. Deswegen ich das erstmal noch ein bisschen laufen lasse. Du hast eine Trophäe freigeschaltet. Produziere 5000 Mana. Also 2000 Mana produziert. Ah, sehr schön. Die Mana-Upgrades werden eben anscheinend auch nur mit dem Mana-Verbrauch von Mana freigeschaltet. Also jetzt das Himmelstor-Produktion. Halle der Legenden kann ich jetzt auch freischalten. So, mal gucken. 250.000 Münzen pro freigeschalteter Trophäe. Das bedeutet, bei 4 Trophäen bekomme ich 1 Million. Bei 40 Trophäen bekomme ich 10 Millionen. Scheint sich nicht sehr zu lohnen. Na ja, schauen wir mal, wie viel insgesamt da rumkommt. 46%. Naja, hat auf jeden Fall ganz gut angeschlossen. So, nochmal 5. Nee, kündige hier irgendwann die Klickeinkommen ebenso um jeweils 2%. 256% Bonus. Legendäre Repräsentanten. Erhöht die Hallen der Produktion um 75%. Die nächste Trophäe. Und eine Schenkenproduktion um 400% gesteigert. Ja, die sind schon ziemlich ferner liefen aktuell, was die Produktion angeht. Aber sie bringen etwas für jede Trophäe, die ich damit freischalte. Das heißt, das Upgraden für die Gebäude lohnt sich eigentlich nur deswegen, weil es eben diese Trophäen gibt. So, machen wir nochmal heiliges Licht. Und kann damit gleich wieder erheblich zulegen. Sehr schön. So, die auf 50. Die auch schon mal upgraden. Und jetzt kann ich die 5 hoch 13 schon. So, noch opulenter Schatz. Produktionseinkommen erhöht. Und jetzt lohnt sich die nächsten. Okay, das sind die letzten Elfen-Upgrades, das heißt, mehr als die 3 gibt es nicht. Zumindest sieht es nicht so aus. Dann kauf mir doch die Dinger mit dazu. Eins hoch 12. Das geht natürlich dann jetzt flott. Und jetzt habe ich schon 24, 25 Juwelen, 26 Juwelen. Also das Abdanken wird langsam lohnend, nachdem sich ja dann auch die Produktion deutlich erhöht. Die Frage ist nur, was kann ich dann außer den Upgrades später wirklich anstellen? So, jetzt bin ich bei 1 hoch 14, da kommt was bei hoch 15 zusammen. So, die Upgrades, Schenken, Kathedralen und Himmelstore. So, hier ist auf jeden Fall mal sinnvoll, noch ein bisschen nachzugeben. Dann nachzukaufen. 1 hoch 15. 1 Milliarde Münzen. So, mit dem kann ich jetzt gleich das letzte Elfen-Upgrade auf jeden Fall ziemlich zügig holen.
Und dann gibt es einen ziemlichen Mana-Boost. Also statt 2 pro Sekunde, die ich jetzt freigeschaltet habe, gibt es dann über 10 Mana pro Sekunde. Jawohl. So, und jetzt geht es natürlich... Ach, jetzt gibt es doch noch ein höheres... Die Chancen einer Fraktionsmünze um 5% und dein Klickeinkommen basierend auf deinen Chancen auf Fraktionsmünzen. 5000 Elfenmünzen. Naja, bin ich ja zum Glück relativ dicht dran. Tötet die Produktion der Heilen der Legenden. 2 hoch 18. Naja, ist ja alles kein Problem, weil jetzt geht es ja ziemlich fix, dass die Mana-Sachen gleich wieder aufgeladen sind. Das heißt, dann kann ich gleich wieder mit dem heiligen Licht sehr viel mehr reinholen. Wobei sich das dann natürlich auch lohnen würde. Aber machen wir erstmal die. Und danach probiere ich nochmal das andere aus. Jawohl, ich kaufe alle Elfen-Upgrades. Das habe ich geschafft. Tja, wenn ich die beiden noch kombinieren könnte, wäre das natürlich auch praktisch. Braucht die bloß 10 Sekunden, um den zweiten freizuschalten. Also warte ich, bis das Mana voll ist und aktiviere dann beides. So, das andere noch aktiviert. Hui. Die 5000 sind auf jeden Fall auch schon voll. Okay, so, Upgrades kaufen. Nochmal 14% dazu. Okay, überschaubar. Und jetzt mit den 1,520 auch nicht mehr allzu weit entfernt. So, es ist an der Zeit, das letzte Upgrade zu kaufen und danach dann tatsächlich die über 20.000 Juwelen einzusacken. Und dann mal sehen, wie es nach einem Reset weitergeht. Also, Gewerkschaften, damit eine weitere Trophäe freigeschaltet, 120 Upgrades in einem Spiel. Aber sonst gibt es im Moment nicht wirklich viel zu tun. Also lieber den Bonus einsacken und 45.000 Bonus auf die Produktion zu bekommen. Abdanken. Jawohl, einmal neu. Du hast ein nützliches neues Werkzeug freigeschaltet. Öffne das Upgrade-Fenster. Alle kaufen. Oh, super. Shop. Wenn du einen extra Schub für die Produktion brauchst, solltest du den Laden besuchen. Natürlich, sowas da. Für deine Hardware zurücksetzen. Genau, aber dazu brauche ich die roten und die roten kann ich ja anscheinend nur kaufen. Zumindest habe ich jetzt noch keine Quelle gesehen. Deine Rubine erhöhen die Produktion derzeit um 0% für die nächste Stufe 1. Rubine sind eine seltene Ressource. Das Sammeln von Rubinen schaltet neue Upgrades und Trophäen frei. Ja, ist nur die Frage, wie und wo ich die bekomme außerhalb vom Shop. Oder ob es hier an deren Stelle dann tatsächlich nur ein Pay-to-Win ist. Das wäre ein bisschen schade. Aber ansonsten hat sich hier jetzt noch nicht allzu viel getan, aber die Trophäen bleiben freigeschaltet. Das ist ja schon mal ganz prima. Das heißt, ich sollte mich auf jeden Fall auf ein anderes Upgrade konzentrieren und ich wollte jetzt sowieso die Bösen aktivieren. Und die ersten Juwelen habe ich ja auch schon. 8 von den Juwelen habe ich jetzt bereits, also von den Juwelenstufen habe ich bereits bekommen. Da bin ich mal gespannt, ob die tatsächlich irgendwo im Spiel bekommen werden können. Weil sonst wäre es natürlich ziemlich unpraktisch, wenn man dafür extra Geld ausgeben muss. Und das nicht wirklich freispielen kann. Juwelenkraft. Entfesselt die Kraft der Juwelen, die jeweils deine Gesamtproduktion um 2%. Alle deine Juwelen erhöht deine Chance auf Fraktionsmünzen um 4%. Aber habe ich jetzt schon den Bonus oder habe ich den Bonus nicht? Erbe der Elfen. Da
Das heißt, das Erbe der Elfen kann ich auf jeden Fall behalten. Naja, mal schauen, wie das weitergeht. Jetzt geht es natürlich erstmal wieder die ersten Sachen zu kaufen. Nein, nicht die, sondern hier. Aber hier gehen natürlich die Farmen ja zum einiges schneller los. Das heißt, ich kann hier auch schneller die Boni erreichen. Wo ich dann, wobei die Trophäen werden ja jetzt gar nicht freigeschaltet, sondern eher die einzelnen Optionen hierbei. So, also mal sehen, was jetzt die böse... Ui! Deswegen wurden die erst freigeschaltet, als ich die gekauft habe, weil die sich dann entsprechend umändern. Das ist ja schon mal ganz nett, dass es zumindest zwei Layouts gibt. Und dann hier schon mal bis 100. Das heißt, das Sklavenpartier. Nee, aber das sind dann die gleichen Felder, die ersetzt werden. Nee, dunkle Tempel und Kathedralen. Das heißt, ich muss tatsächlich beide Ebenen abschließen, um dann hier auch die restlichen Trophäen freizuschalten. Also man muss auf jeden Fall gut und böse Seiten aktivieren und natürlich muss er sowieso die verschiedenen Handelsverträge dann auch aktivieren. So, also was kann ich hier machen? Geschäft und Schnäppchen. Ein Bündnis mit Irland bietet dir wirtschaftliche Möglichkeiten, du bekommst alles in größeren Mengen. Ein Bündnis mit Irland verleiht dir stetige Produktion, die sich im Laufe der Zeit drastisch erhöht. Und für sie zählt eine große Macht, ein Bündnis steigert den Output deiner höherstufigen Gebäude beträchtlich. Tja. Aber dazu brauche ich natürlich erstmal dann die passenden Münzen, die habe ich jetzt noch nicht. Aber dafür kann ich die anderen Sachen hier schon mal aktivieren. Die ganzen Boni, die sind tatsächlich schon verfügbar. Und Blutrausch erhöht die 20 Sekunden die Produktion aller bösen Gebäude. Das heißt, das betrifft dann wahrscheinlich nur, genau, nur diese dort. So, dafür sollte ich auf jeden Fall auch mal ein paar mehr böse Gebäude bauen. Und bei 80 war ja letztlich der Bonusschub. Das sind die beiden, die die anderen auch hatten. Also dann vielleicht die stetige Produktion, die sich im Laufe der Zeit drastisch erhöht. Erhöht die Produktion von Nekropholen. Erhöht die Produktion aller Gebäude um 1,5% pro Nekropholen in deinem Besitz. Was sind denn bitte Nekropholen? Und dunkle Tempel erhöhen auch deine Mana-Regenerationsrate. Sehr schön. Ja, damit geht es auf jeden Fall gleich deutlich schneller vorwärts. So, hier jetzt erstmal die nächsten Stufen vollendet. 150, da wird ja auch einiges freigeschaltet. Und 4 hoch 13. Ja, mit dem Klicken ist es im Moment nicht so weit her. Aber ab und zu sollte es dann doch machen. So, genau, das sind jetzt die ganzen neuen Gebäude, die dort freigeschaltet wurden. Und als nächstes brauche ich 100 untote Münzen. Halle der Legenden ist auch schon verfügbar. Ja, super. Die macht im Moment ziemlich viel aus, weil ich ja jetzt schon etliche Trophäen habe, die ich ja dann schon aus dem anderen Spiel mitgenommen habe. So, aber so weit, so gut. Münzen dauert noch eine Weile. Genau, 2 hoch 16 brauche ich, bis ich eine weitere Münze bekomme. So, auf jeden Fall Fraktionsmünzenbonus habe ich jetzt dann schon 14%, weil da ja 4% schon dazukommen. Wo sehe ich jetzt eigentlich, wie hoch der Gesamtproduktionsbonus ist? Jedes Juwel gehört es um 2%. Und da sehe ich es nicht. Das heißt wahrscheinlich hier im Infoblock. Also sehe ich hier einen Bonus. Upgrades gekauft. Münzen erhalten. Nee, hier sehe ich das auch nicht. Na gut,
Aber die anderen kann ich hier, glaube ich, auch schon. Also Untotenmünzen und Elfenmünzen. Mal gucken. Fragst du hier nach? Nee, da fragst du nicht nach, obwohl ich da schon ziemlich einen Block kaufen kann. Aber für Untote fragst du jetzt nach, ja. Okay. So, da ist der Klicker. Gut. Aber das dann soweit für die erste Runde. Hier habe ich jetzt noch die große Macht. Erhöht 20 Sekunden lang die Produktion von Assistenten um 30% pro Nekrophole in deinem Besitz. Okay, wo sind denn die... Ah, hier sind die Nekropholen. Das heißt, es ist eins der Gebäude. Das heißt, die doch dann gleich mal noch weiter erhöhen. Weil da hängt ja schließlich meine Produktion dran. Und ich brauche 100 untote Münzen. Und 94 habe ich schon. Und dann gleich mal den Bonus aktivieren. Damit habe ich die Untoten Boni. Kann ich gleich mal die dazu kaufen. Zusätzliche Assistenten und Produktion aller Gebäude. Pro Stunde Spielzeit. Okay, das heißt, das ist das, was über die Zeit dann letztlich Boni freischaltet. Erhöht den Nachtbonus auf Produktion von Assistenten um 40% pro Nekrophole. Also es basiert anscheinend alles auf denen dort. Das heißt, je mehr ich von denen natürlich habe, desto besser. Aber für den Moment werde ich das jetzt erstmal abschließen. Es ist auf jeden Fall noch etliches hier herauszuholen an Trophäen, die freizuschalten sind. Mal sehen, wie und wo diese ganzen geheimen Trophäen dann freizuschalten sind, was dafür erreicht werden muss. Dunkelste Nacht, aktiviere den Nachtzauber zwischen 23 und 6 Uhr. Na, ein Glück. Wirke in den ersten 60 Sekunden Spielzeit Höllenfeuer. Wie bekomme ich denn das? Das ist wahrscheinlich irgendeiner von den anderen Boni. Wirke 100 Mal hintereinander Koboldgier, ohne einen anderen Zauber zu wirken. Oh. Aber dazu muss ich wahrscheinlich dann mit den Kobolden paktieren, während ich ja jetzt mit den Untoten paktiert habe. Ja, da muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen drauf achten, was ich genau wo. Steuerungeheuer. Das ist bestimmt, dass ich die Steuereintreibung oft genug benutze. Mal sehen, ab wann die freigeschaltet wird. Okay, also wie gesagt, es sind noch einige Sachen auszuprobieren. Und dann bis zum nächsten Mal. Hier lohnt es sich vielleicht tatsächlich dann nochmal ein weiteres Video zu machen, wenn ich dann weitere Trophäen freigeschaltet habe und wenn es vielleicht tatsächlich Events gibt. Ich weiß nicht, ob das Spiel schon so alt ist, dass es keine Events gibt oder dass es eigentlich noch zu neu ist, warum es im Moment keine Events gibt. Aber ich hoffe, dass ich die auf jeden Fall nicht brauche, um bestimmte Errungenschaften noch freizuschalten. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss!